08 310 Venezia. Macht von außen gar nicht so einen schlechten Eindruck. Kondenser ist sogar noch da von der Klimaanlage. Hier ist so eine kleine Stelle über dem Fenster, aber nicht dramatisch. Der Kerl ist nicht so sehr groß. Hey, komm ja gar nicht rum. Ja, Wasser ist noch von der Well, wie in der ganzen Gegend hier eigentlich üblich. Ruhige Straße und es ist ja so 2 Minuten von Granada weg. Dann gehen wir erstmal rein, wie es da ausschaut. Wohnbereich offen mit der Küche. Küche. Ich sag mal, die Heimatküche ist nicht mehr die beste, aber ist auf jeden Fall noch brauchbar, würde ich mal sagen. Die Geräte sind alle weg. Hier geht es zur Terrasse. Da ist noch so ein kleiner Storage. Hier ist schon ein neues Fenster drin. Noch ein älteres. Auf jeden Fall der ganze Bereich ist hier fließt. Mit einer Fliese, die gar nicht schlecht aussieht. Und auch noch komplett in Ordnung ist. Dusche, ja, ist auch keine großen Schrammen. Das zweite Schlafzimmer. Ja, auch hier schon mal ein Fenster erneuert worden. Hier sind noch die alten drin. Raum. Jo, ist okay, würde ich mal sagen. Auch hier der Überstand mit Stellplatz. Keine Schäden. Auch hier sieht es aus, als wenn alles gefliest ist. Hier sieht die Küche natürlich ein bisschen mehr runtergekommen aus. Auch hier fehlen die Geräte, aber ja, die ist schon ein bisschen im schlechteren Zustand, muss ich sagen. Terrasse, auch hier wieder der kleine Storage-Bereich. Ja, auch hier nach vorne hin ein Fenster schon ausgetauscht. Das größere ist etwas älter noch. Hier, Dusche. Oh, da muss vielleicht ein bisschen gemacht werden, aber auch hier die Fliesen sehen noch alle okay aus. Das zweite Schlafzimmer. Da ist noch ein kleiner Shed, der anscheinend dazugehört. Ja, also hier drin sieht kann man nicht gerade sagen, dass das große Schäden vorhanden sind. Bis auf ein bisschen Farbe. Dann ist das wieder alles in Ordnung, würde ich mal sagen. Und dann, wie gesagt, in der Küche. Aber Fußboden, Wände sind alle okay. Ja, keine Schäden an den Wänden zu sehen. Das scheint dann wirklich nur das Dach und die Klimaanlagen. Der Kondenser sieht schon ein bisschen älter aus. Außenfassade, auch hier keine sichtbaren Schäden. Das geht dann wahrscheinlich nur um die Permits, die man da machen muss. Und da müsste man dann eben, wie gesagt, einen Beauftragten. Problem ist, wir müssen auch Wasser und Strom selber anstellen. Das musst du bezahlen, weil die das nicht machen wollen.
Aber auch das kriegt man natürlich geregelt. Ja, wir telefonieren, Andreas. Bis dann.